Dennis Enras, morgen gegen Jönn Köpping das Spiel. Momentan sind drei Teams punktgleich quasi an der Spitze. Wie sind denn die Chancen für Sie zum Weiterkommen? Ja, ich glaube, die Chancen sind für alle Teams gleich. Jeder Punkt zählt und natürlich haben wir die Schweden in Schweden besiegen können. Demnach sind die hochmotiviert. Und ja, wir hoffen einfach auf einen gleichen Start wie gestern Abend und dann auf wichtige Punkte. Sie haben schon gesagt, das Hinspiel gewonnen, 4:1 in Schweden. Sie dabei einer der besten Männer auf dem Eis. Morgen Heimspiel. Wie wichtig ist da der Heimvorteil? Ja, der Heimspiel ist immer geil, macht immer Spaß. Ich glaube, auch die Fans am Samstag werden zahlreich erscheinen. Ist ein hochattraktiver Gegner gegen den schwedischen Meister. Spielt man, glaube ich, jetzt auch nicht jeden Tag. Und Fans und wir freuen uns einfach, dass dann losgeht. Nach dem 4:1 im Hinspiel wird das Rückspiel dann vor eigenem Publikum vielleicht auch so ein bisschen Selbstläufer, weil ich meine, man hat ja schon gewonnen. Selbstläufer gibt es im Eishockey nie und wie ich gerade schon erwähnt habe, das Spiel gegen den schwedischen Meister ist auch keine Laufkundschaft. Uns erwartet ein sehr enges und hartes Spiel, wo die Kleinigkeiten entscheiden werden. Gerade die Special Teams müssen funktionieren und ja, wir hoffen einfach darauf, dass wir viel Unterstützung bekommen. Samstagabend um 17:30 Primetime und hoffen natürlich auf zahlreiche Fans. Okay, und dann im Falle eines Sieges, das wäre schon eine Top-Ausgangssituation auch für die letzten beiden Spiele, ne? Ja, es wäre eine gute Ausgangsposition, aber dabei bleibt es auch. Wir müssen dann trotzdem unsere Aufgaben in Dänemark erledigen und zu Hause. Aber das ist alles nur Zukunftsmusik. Jetzt konzentrieren wir uns voll auf morgen und dann schauen wir, wie wir dastehen.